Auf der Nordseite des Nutscheid, der Wasserscheide zwischen dem oberbergischen Siegtal und dem Tal der Bröl, liegt das 300-Seelendorf Bladersbach. Der verkehrsentlegene bäuerliche Ort wurde behördlich der etwa 10 Kilometer weit entfernten Stadt Waldbröl zugeordnet. Die Bladersbacher haben sich mit der überkommenen Waldnachbarschaft oder mit dem Hötschelspiel der Männer manche eigenständige Form des Gemeinschaftslebens bewahrt. Hierzu gehört auch das Ostereierschibbeln, ein Brauch, für den hauptsächlich die Schulkinder zuständig sind. Wenn die Mädchen und Jungen nach dem Ostergottesdienst ihre Eiergeschenke bei den Paten und Großeltern abgeholt haben, gehen sie gemeinsam zu einem Hofplatz am Ortsrand. Hier befindet sich seit Menschengedenken neben der Straße der mit Kurzgras begrünte hügelartige Erdhaufen, an dessen Flanke die Eierbahn jedes Jahr neu angelegt wird. Während die Mädchen an den letzten Tagen der Karwoche einige Körbe Moos im Wald sammelten, kümmerten sich die Jungen um die kräftigen, unten angespitzten Haselstecken und um die langen, dünnen Haselruten. Sämtliche Hilfsmittel zum Bau der Eierbahn sind auf dem Hofplatz bereitgelegt. Bei den Arbeiten wirkt einer der zuletzt verheirateten jungen Männer mit, der darauf achtet, dass die Anlage in der rechten, schon zur Zeit seiner Jugend üblichen Form entsteht. So, nur holt Moos, ne? Wenn die 12 Stecken mit ungefähr 30 cm Abstand am Fuß des Hügels in die Erde geschlagen sind, sodass sie auf der einen Seite eine leicht gekrümmte Linie beschreiben, wird zwischen ihnen Moos ausgelegt. Die eingeflochtenen und niedergedrückten Haselruten halten das weiche Polster am Boden fest. Auf die unterste Lage kommen in gleichen Schichtungen weitere, wobei die biegsamen Stangen das Gerüst und das zwischengepackte Moos die Füllung bilden. Wenn die Frühjahrstage vor Ostern verregnet sind, muss das Moos für die Eierbahn getrocknet werden, indem man es auf einer Scheunentenne breit auslegt und mehrmals wendet. Jetzt. Mal drauf. Ja, ist gut. Zum Abschluss des zaunartigen Geflechts werden die letzten Haselruten von oben fest angedrückt. Da sich die Pflöcke im Erdboden beim Anbringen der Querverstrebungen gelockert haben, müssen sie zum Schluss tiefer eingeschlagen werden. Wenn die moosgepolsterte, 30 cm hohe und etwa 3 Meter lange Wand am Auslauf der abfallenden Hügelflanke fertiggestellt ist, kann das Eierschibbeln beginnen. Jedes Kind legt an der Vorderseite der Absperrung eins von seinen hartgekochten, gefärbten Ostereiern auf die Erde. Schibbeln bedeutet, einen rundlichen Gegenstand durch Anstoßen oder Anwerfen über den Boden rollen. Von den Kindern, die sich hinter dem Zaun aufgestellt haben, tritt nacheinander ein einzelnes hervor, um das ausgelegte Ei aufzunehmen und von der Hügelkuppe gegen die unten aufgereihten Eier rollen zu lassen. Ja, das war meins. Hier meins. Alle Mitspielenden haben eine Geldbörse mit Pfennigstücken dabei. Das war meins. Meins. Derjenige, dessen ruhendes Ei von einem Herabrollenden getroffen wird, muss dem Eigner eine Kupfermünze zahlen. Oft gelingt es beim Schibbeln, gegen mehrere Eier zu stoßen, wodurch sich die Einnahme um die entsprechende Anzahl von Pfennigen erhöht. Ich nehme jetzt mal meins. Gib mir dein Bahn,
Für die Reihenfolge der Kinder auf der Bahn, die gewöhnlich im Voraus abgesprochen wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie kann sich nach den alphabetischen Namensanfängen, nach dem Alter oder nach der Körpergröße richten. Das ist mein, das ist mein. Jeder schimmelt mit meinem Ei. Ja, nur geh doch von der Bahn. Dass die Eier vor dem Zaun derartig dicht und ungeordnet beieinander liegen, ergibt sich bei fortgeschrittenem Spiel. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Treffer sowie die Geldeinnahme, die mit einem hinabgeschibbelten Ei erzielt werden kann. Die Kinder haben für das Spiel meist um die 50 Pfennige in kleinen Münzen bei sich, die von den Müttern vor den Ostertagen zurückgelegt wurden. Der Reiz des Eierschibbelns besteht unter anderem auch darin, dass man hinterher beim Nachzählen feststellen kann, ob einem mehr oder weniger Glück beschieden war. Bei den ersten Durchgängen ist der Erfolg durchaus Glückssache, weil dann zwischen den mit ihren Spitzen nach vorn ausgelegten Eiern noch die regulären Abstände von gut 5 cm bestehen. Auch wenn die Ziele im weiteren Verlauf enger zusammenrücken, ist längst nicht jeder Versuch ein Treffer. Die unrunden Eier kommen auf der etwa 2 Meter langen, um 70 cm geneigten Bahn leicht ins Trudeln. Oder sie springen über Spitze und Bohl, wie man hier die beiden Enden nennt, und weichen von der geraden Richtung ab. Nach jedem gelungenen Einsatz muss zunächst festgestellt werden, wem das angeschlagene Ei gehört, um dann den Eierpfennig kassieren zu können. Die Eier selber wechseln nicht den Besitzer, werden also nicht als Gewinn an denjenigen abgegeben, der einen Treffer erzielt hat. So büßen die Kinder keine ihrer Ostergaben ein, wie dies bei anderen Eierspielen gebräuchlich ist. Mit etwa einem Dutzend Stück hat jeder so viel Reserve dabei, die es ermöglicht, Ostereier mit zerbrochener Schale aus dem Spiel zu nehmen und dadurch ganze zu ersetzen. Oh, das hat aber geknackt. Stark beschädigte Eier werden bei den Durchgängen gelegentlich gepellt und gegessen. Den größten Teil des Vorrats, bei dem sich zum Schluss kaum noch ein heil gebliebenes Stück befindet, nimmt man auf dem Heimweg wieder mit nach Hause zurück. Wenn ermittelt werden muss, wer den Pfennig bezahlen soll, was von den Kindern durchaus ernst genommen wird, kann es zu wortreichen Auseinandersetzungen kommen. Die Altersgemeinschaft der ersten 4 Schuljahrgänge von Bladersbach findet sich Ostersonntag auf diese Weise alljährlich fast vollständig zusammen. Mit dem recht aufregenden Spiel verbringt man die Zeit, die nach dem Kirchgang bis zum Mittagessen bleibt. Kleinere Gruppen kehren bei freundlichem Wetter am Nachmittag und am Ostermontag hierher zurück. Die herangewachsenen Jugendlichen gehören nicht zu den Beteiligten. Sie sind bei den Zuschauern zu finden, wenn sich die Bladersbacher Männer nicht weit von der Eierbahn dem österlichen Hötschelspiel widmen.